Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum und vom Drachentöten. Die letzten beiden Aufnahmen waren eigentlich nur ein Ergebnis davon, dass ich die eigentliche Originalaufnahme gelöscht hatte, versehentlich. Das heißt, dass der eigentliche Fortschritt schon Wochen wieder her ist. Ich weiß, ich lasse dieses Spiel wirklich extrem langsam runtergehen. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass es so lange geht, muss ich sagen. Oder beziehungsweise ich muss dazu natürlich sagen, diese 4,5 Stunden, ich weiß nicht, wie akkurat die gerade sind, da ich zwischen den Aufnahmen bestimmt auch das Spiel immer mal ein bisschen anlasse. Aber ich laber natürlich auch viel dazwischen an der Stelle. Also das ist natürlich nicht, ich sag mal, ein Maßstab, den man nehmen sollte, meine Zeit an der Stelle. Dennoch, für so eine Aufnahme hatte ich gedacht, wir haben das Ding in 10 Parts durch. Aber dann bin ich doch überrascht, dass wir da fast bei 20 Parts mittlerweile sind. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich es wahrscheinlich doch nur angespielt. Man muss dazu sagen, bei diesen RP-Feature spiele ich die Spiele normalerweise nur an. Wenn ich dann denke, oh, ist eine Demo, ja, die geht so 2, 3 Stunden, dann mache ich die mal. Dann kann man das Ganze mal gucken, dass man das einfängt, aber 2, 3 Stunden, die im Spiel drin sind, sind für so ein Let's Play-Projekt gerne mal das Dreifache, muss man leider sagen. Deswegen, das sollte ja auch nur so 2 Stunden gehen, aber oh, ist kein Ende in Sicht. Oh, ich muss mal bei mir auf dem Ohr ein bisschen leiser machen. So, da seht ihr dann auch, das konntet ihr, glaube ich, dann auch nicht sehen, weil ich habe ja die letzten Aufnahmen simuliert. Da ist dann auf einmal eine Truhe erschienen. Und ein Speicherpunkt, worüber ich sehr froh war, da musste ich den Obsidian nicht nutzen, den wir da noch in unserem Inventar haben. Mehr derselben Schnitzel und das ist auch schon alles, genau. Da war dann irgendwie so ein Brief, hey, kommt zum Zelt, bla 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 oder so. Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, muss ich sagen. Aber da war irgendwie was von wegen, dass man zu einem Zelt kommen kann. Ich habe kurz davor Geld für die Spieluhr gespart, die ich mir dann auch geholt habe. Die müssten wir hier irgendwo im Musikkästchen. Man die Kurbel des Mahagonikästchens erklingt eine Melodie, ganz ohne Musiker. Wer möchte sowas? Das ist eine gute Frage, denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich habe jetzt erstmal, bin ich davon ausgegangen, weil ich war mir nicht sicher, entweder ist das jetzt so, weil wir schon so viel gemacht haben, gekommen, was mich ja auch sehr überrascht hat an der Stelle. Also ich dachte, so langsam ist mal Ende und dann kommt doch immer wieder noch was dazu, was natürlich spannend ist, klar. Aber es könnte natürlich auch sein, dass einfach nur durch die Spieluhr wieder irgendwas ausgelöst haben. Das ist nicht klar. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rum, ob irgendwer diese Spieluhr gebrauchen kann. Aber dann würden wir nur zu schnell durchklicken an der Stelle. Ich meine, den kennen wir doch. Aber ich glaube, dass es ja, so wichtige Figuren wären das dann wahrscheinlich nicht. Aber diese Spuren gab sie schon mal. Ja, Nierenwartstein ist nichts Leichtes versprochen. Ich glaube. Ach, Moment, das mit den. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kapiere mit den Fußspuren oder so. Das letzte Mal ist schon wieder eine Weile her. Ich denke mal, ich zeige euch dann den Ort, beziehungsweise der wurde ja dann aufgedeckt. Das war da, wo ich auch ein Zelt vermutet hatte. Wegen der Spieluhr können wir dann nachher noch schauen. Wir werden ja dann sehen, ob dieses Zelt damit was zu tun hat oder nicht, wahrscheinlich. Genau, mich da unten links. Und da dachte ich auch so, oh, ist da was nicht? Und tatsächlich, also hier wird wirklich der Reihe nach alles Mögliche aufgedeckt. Wer weiß, was es noch gibt, vielleicht ist ja auch da oben irgendein. Ja, wobei, also da gibt es wirklich ohne Ende Sachen, was mich dann doch auch überrascht hat, dass da doch so viel in dem Spiel steckt. Und das finde ich ganz cool. Dann gucken wir uns mal da um, was wir da so haben. Ein Zelt betont abgelegen und doch gut zu finden. Kuriose Geräusche und Gerüche dringen durch die Tücher. Ein Blick wird kaum schaden und doch lauern hier unfassbare Gefahren. Okay. Das abgedunkelte Innere ist voller Teppich und Kissen. Eine fröhlich wirkende Dame auf Seidenfüßen verteilt Backwerk und Tee. Wenige Gäste flüstern und kichern, doch alle scheinen vereint im Rausch. Was ist dieser Ort? Für Ruhe und Träume, selten ist Soldaten fremd. Schön gesagt, mein lieber Lambda, doch traumhaft Rausch ist nicht für uns, zumindest bis der Drache fällt. Die seidenfüßige Dame begrüßt die drei mit einem wortlosen Lächeln und einem fragenden Blick. Allerdings. Meine gute, stumme Frau, ich weiß um seltene Blüte, die kitzeln kann, so manche Furcht. Sagt euch was, von dem ich spreche? Der Blick der Dame verdunkelt sich. Ihr Etablissement ist offenbar nicht für derlei Dinge gedacht und doch verrät ihr Gesicht, dass sie sehr genau weiß, von was Nare Nivat spricht.
Vorsichtig und zweifelnd erlaubt sie sich ein Nicken. Eine Blüte kitzelt Furcht? Warum sollte man sowas wollen? Die Furcht gehört zum Kern des Menschen, deshalb darf sie kein Fremder sein. Und lieber hier als vor dem Drachen. Ist das, was du sagen willst? Ist es hier nicht ungemein bequem? Doch glaubt mir auch, wenn ich euch sage, mit was wir kämpfen, tief im Inneren ist ausnahmslos der schlimmste Feind. Nichts Echtes kommt so nah heran. Die stumme Dame nickt ängstlich. In diesem Set kann man sich an außergewöhnlich schweren Kämpfen versuchen, ohne sich vor einer echten Niederlage fürchten zu müssen. Die Gruppe erholt sich nach jedem Kampf. Oh, ja, ich meine, das heißt, also wir haben nichts zu befürchten. Ich meine, ich habe ja schon gespeichert, ne? Von daher ist das natürlich jetzt egal, ob ich dann Game Over erlange oder nicht. Okay, kann ich das jetzt nochmal ansprechen? Dann gucken wir mal. Ich hab's ja nicht ganz verstanden. Also sind das jetzt hier Illusionen oder sowas in der Art, dass wir hier irgendwie. Also, was. Also das habe ich nicht so ganz kapiert, glaube ich. Worum es jetzt in diesem. Oder warum es in diesem, warum man in diesem Zelt jetzt genau kämpft. Dass man hier fürchte. Kämpfe hier sind auch 0 von 3. Drei Stück. Ach so, okay. Wenn es drei Kämpfe sind und wir keine Angst haben zu müssen zu sterben, dann kann ich die drei machen, ohne zwischendrin zu speichern. Das ist aber interessant. Jetzt habt ihr hoffentlich nicht irgendwie gerade Discord im Hintergrund gehört. Ja, deswegen, also wenn wir jetzt solche Kämpfe haben, sagt mir das sozusagen, okay, du hast alles gemacht, du hast wirklich alles durchstreift, also so ist es ja meistens in Spielen. Jetzt kommen sozusagen die großen Endkämpfe oder sowas in der Art. Also sowas wie. Ja, Postgame kann man nicht sagen, wir haben immer noch nicht den Drachen angegangen, aber wir haben dann halt eben sozusagen diese Endgame-Herausforderungen an der Stelle, was dann wohl so klingt, dass man das bekommt, wenn man wirklich sich die Mühe gemacht hat, wirklich Stock und Stein umzudrehen, um hier wirklich jede Nebengeschichte zu entdecken. Finde ich echt cool, sowas an der Stelle. Und welche Furcht sollen wir uns jetzt zuerst stellen? Ich weiß es nicht, was am schlimmsten ist. Ich kann ja von oben nach unten gehen. Nehmen wir Illums Furcht. Ich meine, Illum, vor was kann er sich fürchten? Vor seiner Schwester? Die haben wir ja schon bekämpft. Das glaube ich kaum. Wir werden mal sehen. Muss dann Illum alleine kämpfen? Oder die Wirkung der Blüte ist nicht gleich zu bemerken. Also es gibt hier so eine Blüte. Anfangs wirkt es lediglich, als wäre Illum im Schneidersitz eingeschlafen. Erst mit der Zeit erscheint Furchen auf der Stirn. Das konzentrierte Gesicht verzieht sich dann und wann. Also das ist ja nicht echt der Kampf. Also, ne, also es ist, irgendwie lässt man sich da in so einem Traum oder so begeben. So ruhig für einen Menschenjungen. Doch habe ich wenig Zweifel, dass Kämpfe toben innerlich. So viele Kämpfe schon geschlagen. Was ist da schon einer mehr? Ilum versinkt tiefer und tiefer im Rausch. Oh, es ist ja die Musik, ne, die schneller abgespult wird. Der hat Angst vor den Mimics, die wir da in diesem Turm bekämpft haben. Feinde, sie sind überall. Okay, wir spielen wirklich mit allen. Und die sind auch sofort dran. Also sehr, sehr schnell, die ganzen Mimics. Ja, also das Erste, was wir natürlich mit Niwand machen, ist der vollendete Fokus. Es ist ja eigentlich so ein Maintenance. Oder was heißt Maintenance? Wir müssen es nur einmal aktivieren, dann ist es immer an. Also ist ein bisschen komisch, diese Fähigkeit. So, und auch ich weiß nicht mehr, wie das war. Also eine Sache noch, ich hatte irgendwie was verkauft. Oh, ich hätte vielleicht meinen alten Part nochmal ansehen sollen. Also irgendwer hat, glaube ich, irgendwas verkauft gehabt, damit ich irgendwie, glaube ich, ein vernünftiges Schwert für Lambda bekomme. Irgendwie sowas war das gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir werden das dann sehen. So, Hüter heilt sich. Wurde denn Lambda schon getroffen? Nö, dann machen wir keinen Hüter, dann greifen einfach nur an auf. Ja, mach mal das Buch. Ich meine, so ein Buch müsste ja am wenigsten Leben haben, ne, an der Stelle. Sagen von der Beschaffenheit. Ach, wir müssen ja nur einmal an, ist ja super billig. Oder das rein an Kämpfe, die wir machen? Wir werden mal sehen. Sonst auch ein Quiz. Jetzt gesagt, ich meine, wir greifen einfach nochmal an, wenn wir eine Aber lässt. Den Krug mal. Okay, ein Treffer. Okay, irgendwo gibt es doch da einen Haken. Es könnte sein, dass wir mehrere kümmern. Wer glaubt alles, wer gegen ihn sieht, meistens eine Illusion. Schwester, ist's dein Zauberwerk? Oh, also doch seine Schwester. Um eine Frage so naiv warst du wohl nie verlegen. Doch wie oft bringst du wirklich was, mein Schwesterbrüderlein? Das, was du die Weine. Er hat wirklich Angst vor seiner Schwester? Also wirklich, komm schon. So schön ist doch die Illusion. Ah, okay. Also kämpfen wir jetzt gegen eine schwierigere Form von Lunaredia. Das haben wir ja vor im letzten.
oder vorletzten Part gemacht. Starke Angriff, der verletzbar machen kann. Ja, ich meine, sie hat gerade agiert, also machen wir das mal. Ach, komm schon. Bitterhauch langsamer zu machen. Oder auch nicht, wenn es wirken würde. Das ist immer interessant. Das ist hier wirklich sowas wie nochmal so Challenge-Fights gibt. Jetzt zwei Runden lang verletzt, weil ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Könnte man Nerven machen. Ich weiß nicht, weil bei Nerven heißt vielleicht, dass die keinen Zauber einsetzt. Die kann normal erstmal schön hier die temporären Punkte sammeln. Genau, weil sie greift jetzt normal an. Das ist ganz wichtig. Wir müssen es immer wütend machen. So, er kann jetzt mit Wüter sich heilen. Das passt sehr gut gerade. Dann haben wir leider genau nur 21. Da fehlt also ein Punkt. Ach, und wir haben ja jetzt gerade das Schwert, wir haben ja dem Schwert so einen Namen gegeben. Es ist mal wieder länger her. Ich müsste es wirklich mal ein bisschen näher dran spielen. Ich war mir halt nicht sicher. Also es könnte sein, dass diese Session die letzte ist. Und da weiß ich dann nie, wie lange geht das ganze Geplänkel, weil ich mir dann immer die Zeit nehmen muss. Jetzt könnte es auf jeden Fall was werden, weil ich habe endlich Urlaub in diesem Jahr. Das heißt also, jetzt kann ich mir auch die Zeit mal nehmen an den Tagen, das jetzt auch mal wirklich dann durchzuziehen. Also ich denke mal, die nächsten Parts werden alle ein bisschen schneller kommen. Weil dann kann ich mal gucken, dass ich hier auch mal wieder mehr aufnehme. So, dann machen wir mal wieder... Aber Bitterhauch ist ja... Hat ja mehr, ne? Also, warte mal, wir haben jetzt gerade 11. Und wir werden dann also nicht den Aurenriss viermal einsetzen können. Deswegen können wir halt zweimal Bitterhauch und einmal Aurenriss zum Beispiel machen. Dann machen wir das so, ne? Würde ich sagen. So, also kann sie doch verlangsamt werden, ne? Gut. Oh, zweimal Aurenriss. Holy shit, das ist nicht übel. So, jetzt aber bitte treffen. Vieles hängt ja auch davon ab, dass wir auch mal irgendwie einen Treffer landen. Wir haben immer noch eine Haltung, das ist gut. Aber wir können ja all-in gehen, ne? Wir sind nicht wirklich in Gefahr. Oh, auch Riss. Oh, im Menü. Ja, das ist wirklich Active Time Battle. Also, dann machen wir wieder Nerven. Es hält nicht lang und es trifft auch nicht immer. Wieder verlange. Ich muss sagen, die ganzen Effekte halten wirklich nicht lang. So, dann das haben wir immer noch. Wie ist es nicht? Denn Lunarelia steht mir bei, wie all meine Freunde. Zusammen bestehen wir alle. Dies fügsam wollen, unterwürfig. Nur überdauern müssen wir und oft ist es schwerer als klar. Oh, wir kämpfen also gegen verschiedenste Illusionen. Ach du Kacke, da muss ich mich ja jedes Mal wieder neu einstellen. Das ist natürlich jetzt übel. Jetzt hätte ich natürlich gern dieses Wuthorn. Mal haben wir hier, da können wir Hüter machen. Ist ganz wichtig, denn Mandy darf nicht attackiert werden. Yeah. Aber ausgerechnet Lambda greifen sie eben nicht an. Ich will diesen Heiltrupp nicht einsetzen. Sie können Nerven machen, aber sie bringt ja nicht wirklich was. Dann vor auch ein Riss. Ich hoffe, die halten nicht so viel aus, die scheiß Handlanger. Mindestens zwei werden sie wohl aushalten. Um Gottes Willen. So, also hier den hier, ne? Den D haben wir ja angegriffen. Ach du Kacke, ach du, wie viel halten die denn aus? Okay, ist gut, wenn die nie was angreifen und die Nahkampf sind ja mit etwas Glück, kann das was werden. Wir können wieder Hüter machen. Wir müssen halt so ein bisschen Schaden wegnehmen, weil Illum, oh Gott, Illum geht's nicht gut. Illum geht's wirklich nicht gut. Aber Illum ist kaum noch was zu brauchen wegen dem. Wir greifen nochmal an. Ach komm, wie? Oder muss ich jetzt den richtigen treffen? Ich muss doch nicht jetzt wirklich alle von denen schlagen, um Gottes Willen. Soll ich erstmal den Heiltrunk einsetzen? Mache ich eigentlich ungerne. Nee, YOLO, wir gucken einfach mal, dass wir das mal ohne den machen. An der Stelle. Es ist natürlich sehr unvernünftig, ich weiß. Eigentlich kann Mandy nicht wirklich was machen. Einmal haben wir noch einen Aurenriss, okay. Ach, wir haben ja jetzt dieses, das Trinket.
durch das Illumia immer passiv MP regeneriert. Das ist natürlich extrem krass. Weil jetzt fängt endlich an, Illum mal... Oh, ja, da habe ich natürlich fett Glück, muss man dazu sagen. Machen wir jetzt wieder Hüter, weil es scheint ja gut zu klappen bisher. Auch wenn er scheinbar verwundbarer ist als sonst. Ja, Hiebe 6 sind's, machen ja nicht unbedingt Sinn. Naja, wir machen nicht unbedingt Sinn. Okay, wir machen es nochmal. Wobei, es macht gut Schaden, ja. Wir haben mehr getroffen, ein paar sind schon geschwächt. Es wird auf die gehen, bei denen gekontert wurde. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist von diesem Konter von Nivat, aber der ist ja wirklich krass. Immer noch nicht genug. Ja, Mandy macht eh keinen Schaden, oder? Wir können mal gucken. Nee, da kann man sich auch gleich verteidigen. Ja, jetzt hat kein Illum nichts, aber die Arbalest macht doch auch Schaden. Ah, gut. Geht. So, bisher habe ich echt Glück, sozusagen. Machen wir nochmal hier 6 Sins. Macht ja unterm Strich mehr Schaden. Ach, verdammt. Wenn es denn trifft. So, der hat wieder gut. Der kriegt ja auch permanent gerade temporäre Punkte, dass er permanent quasi sich schützen kann. Einfach wahrscheinlich, weil so viele Gegner da sind, weil er dann so viel blockt und dann erhöht sich das. Oh, ich glaube, Nerven bringt hier gar nichts. Aufpassen. Aber Nivat hält gut aus. So, machen wir einfach nochmal die 6 Sinn. Verdammt, die halten. Aha, okay. Jetzt machen wir einfach mal Horizontalhieb. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit so hoch von Nivat, dass die einfach kontert alles, weil die nur im Nahkampf angreifen. Ja, das ist natürlich so eine Sache bei solchen Kämpfen. Man kann natürlich jetzt hier nicht groß grinden oder man hat nicht so viele Möglichkeiten, sich auszustatten. Vieles scheint natürlich dann sehr stark vom Zufall durchaus abhängig zu sein. Kann ja so gedacht sein. Und das war der... Das war der Kampf gegen die Illusionen, okay. Und wir kriegen auch Erfahrung, dass sogar Nivat eine Stufe erreicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in diesem Spieldurchgang noch erleben werden. Illum springt auf mit Schweiß auf der Stirn. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Nivat nickt einen Moment, braucht es noch, dann muss Illum lachen. Bis die Dame des Etablissements die drei schließlich auffordert, sich außerhalb zu vergnügen. Cool, eine Siegesfanfare. Also, okay, das ist ja interessant. Also, da hat Zippo, also der Ersteller, irgendwie schon so gewusst, was er tat. Also, da ging es wirklich darum, einfach so ein bisschen noch ja, irgendwas Spielerisches nochmal da einzubauen. Für die Leute, die alles gemacht haben. Was ich immer sehr, sehr cool finde an der Stelle. Wir kriegen aber außer die Erfahrung dann keine größere Belohnung. Die kann natürlich für den Drachen noch entscheidend sein. Ja, ich glaube, also hier niemand hat kein Beiwerk. Genau, namenloser Stahl war doch. Moment mal, namenloser Stahl war. Welches Schritt war das? War das von ihm? Weil wir haben ja seine Waffe abgegeben, ne? Dann war das, glaube ich, von Nivat die Waffe, weil Nivat hatte ja Präterita bekommen. Puh, ja. Irgendwie, ich muss mich gerade so ein bisschen orientieren an der Stelle. Jetzt ist die Frage, machen wir dann noch einen Kampf? Das war doch, so ein Kampf kann schon ganz schön lange gehen an der Stelle. Das Gute ist ja, dass wir wirklich nicht in der Gefahr sind. Sonst, wenn wir jetzt den nächsten Kampf verloren hätten oder verlieren würden, weil vieles kommt ja doch teilweise auch auf Glück an, schätze ich mal. Und, ja, ich meine, einerseits auf Glück, andererseits wäre es einfach zu lästig, ich sag mal, einen kompletten Kampf zu wiederholen, wenn man dann den anderen hat. Also wir haben den Obsidian, aber so, wenn ich jetzt weiß, okay, wir können auch einfach so die Kämpfe machen, dann würde ich alle drei machen. Und wenn dann nichts mehr kommt, könnten wir theoretisch den Obsidian nutzen. Weil dann sind wir natürlich noch in Gefahr, was zu verlieren. Dann hoffe ich einfach mal, dass da, wo auch immer wir hingehen, es direkt zum Boss geht und nicht dann noch so ein Vorgeplänkel gibt, wo wir dann sonst Obsidian gebrauchen könnten. Und ich weiß auch immer noch nicht, was diese Drachenrolle macht. Getrocknet dunkle Fetten. Ich will noch einmal reinschauen, weil irgendwie macht mich das so stutzig. Hier sind das grundlegende Dinge.
Unsinnige Gerüchte. Oder hatte ich das nicht sogar? Unmenschliche. Beeindruckendes Zustand. Schwierig, merkwürdig, vor, oberste Priorität. Für Gefahr, vergleichbar. Das klingt halt wie Fähigkeiten. Ein Bauer glaubt, dass Feuer verbringen, Seelkämpfe für die Ausnahme ernst nehmen. Ja, also das sagt mir nach wie vor nichts an der Stelle. Und ja, es scheint auch, als hätte die Spieluhr auch nichts hiermit zu tun gehabt. Also da können wir mal gespannt sein, ob wir das noch irgendwie rauskriegen. Also es gibt ja dann durchaus noch Sachen. Da gab es ja noch so ein Phönix-Ei, wo wir einfach nicht mehr das Geld dazu kriegen werden, das zu kaufen. Wäre dann was für einen anderen Spieldurchgang, schätze ich mal. Also das ist ja, das kann man dem Spiel wahrscheinlich auch dann nochmal anrechnen. Es gibt da durchaus Gründe, es nochmal zu spielen. Es gibt ja Kampfbegegnungen, die man nicht hatte. Vielleicht wurde da ja auch nochmal Mühe reingesteckt, zum Beispiel gegen diesen alten Freund da von Lambda oder Freund in Anführungsstrichen. Also da steckt schon viel drin, muss man sagen. Aber ja, das war es dann für den Part und dem nächsten Part werden wir wahrscheinlich dann die anderen beiden Kämpfe machen. Wir sehen uns dann. Bis dahin.